Einen wunderschönen guten Tag, Amigos. Was geht? Willkommen zur zweiten Episode hier aus... Ist, glaube ich, schon die dritte Reiseepisode hier aus Ibiza. Heute geht es zum Hippie-Markt nach Las Dalias. Und außerdem geht es noch zu einer schönen Bucht, nennt sich Beniras. Und es gibt eine ganze Menge Essen. Und außerdem könnt ihr euch hier die Getaway Club Shirts unter dieser Website bestellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir starten heute wieder eine neue Reiseepisode aus Santa Eulalia. Und ich glaube, das Ganze hier entwickelt sich mehr oder weniger zu so einem Foodblog, weil wir jetzt erstmal was Geiles frühstücken gehen. Und wir starten da, wo wir in der vorletzten aufgehört haben, also im Passion Café. Oder wir waren da einfach schon mal. Sagen wir mal so. Also erstmal Breakfast. Freunde, wir haben endlich unsere Acai Bowls. Was ist da alles drin, Schatz? Also Acai, dann haben wir Peanut Butter, okay. Dann Granola und ein bisschen Chocolate Chips. Mhm. Wir haben so Hunger, ne Leute. Wir holen uns das jetzt mal rein, aber es sieht echt fantastisch aus. Wow. Und dann noch mit so einer Aussicht, geil. Okay Leute, weil wir so verfressen sind, haben wir uns noch eine zweite Runde gegönnt. Das war eigentlich Stellas Idee. Ne? Du musst jetzt hier für deinen Vlog ein bisschen was vorstellen, oder? Und Patrick hat es aber sofort nicht abgelehnt. Ich habe das nicht abgelehnt, aber ich bin echt schon übel satt. Stella hat hier Avocado Toast mit Feta, oder was? Ja, und das Brot ist ein Olivenbrot. Oh geil, ey, das sieht richtig gut aus. Wird auf jeden Fall eine Challenge, das nicht reinzufahren. Und ich habe Avo Toast mit Eiern. Nice. Machen wir so einen Tausch? Ja, können wir tauschen. Hey Leute, but to Revival der Hippie-Märkte. Wir sind jetzt gerade am zweiten Hippie-Markt. Der findet immer am Samstag statt in Las Dalias. Und wir schauen uns das mal an. Sieht auf jeden Fall von außen schon mal ein bisschen bunter aus. Und ich glaube, das hier ist der originale Hippie-Markt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier zwei. Und den schauen wir uns heute mal zusammen an. Ich bin immer noch voll vom Essen, aber ich zeige euch mal kurz ein paar schöne Aufnahmen. Vielleicht finden wir was Cooles zum Shoppen. Leute, wir sind jetzt gerade in Cala Benedas angekommen und jeden Sonntag findet hier so ein Drum-Festival statt. Das heißt, jeder, der hier so eine Trommel hat, meistens sind es halt die Hippies, die hier auf der Insel leben, kann die mitbringen und einfach zum Sundowner-Witter getrommelt wie wild. Leider haben wir gerade Samstag, das heißt, wir sind einen Tag zu früh. Aber ich würde sagen, ich zeige euch die Schönheit dieser Bucht von meiner Perspektive und ich wünsche euch viel Spaß damit. Oh,
weil immer einige fragen, was ich hier für ein Setup benutze. Das ist meine FPV-Drohne, selbst gebaut, selbst gebastelt. Da dran ist eine GoPro Hero 9 und weil es ein bisschen sonnig ist, habe ich jetzt noch einen ND16-Filter drauf. Akkus sind von Airline, sind 1550 mAh und ja, die fliege ich jetzt und dann sieht gerade die ganze so aus hier. Cheers! Und natürlich ohne Sonnenbrille. Nice. Zur Not, falls ich irgendwie schlechte Connection habe, habe ich dann immer noch mal meine Mavic am Start. Das ist die Mavic Pro 2 und eigentlich findet ihr auch alles in den Videos unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne nachschauen. Jo Leute, wir sind die letzten zwei Tage hier an der Straße immer vorbeigefahren. An dem Laden nennt sich Aubergine und da steht Farm to Table. Das heißt, sie haben hier einen eigenen Garten und aus ihrem eigenen Anbau kreieren die dann eigene Gerichte. So besagt das zumindest das Schild. Aber der Laden sieht richtig genial aus und wie das Essen schmeckt, zeige ich euch jetzt. Wie der Zufall so will, sind wir gerade angekommen und die Küche hat von 5 bis 6 Uhr zu. Deswegen gibt es leider nur Drinks und für mich gibt es einen Mezcalita. Das ist Mezcal, ihr kennt den ja bereits aus Mexiko mit ein bisschen Grapefruitsaft. Und Stella hat Aperol Spritz. Yes. Boah, cheers. Das ist schon richtig schön. Ja, mega, ne? Die Einrichtung ist traumhaft, alles in so Mintfarben und so mediterran. Bin ja, super begeistert. Vor allem als wir schon hier vorbeigefahren sind, habe ich gesagt, so, ey, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Dann haben wir uns das Menü nochmal reingezogen. Übelst genial. Und ich habe mega Hunger. Essen wir Pizza zu kaufen? Ich weiß nicht, ich esse hier den ganzen Laden. Ja, also Leute, cheers. Stimmt, das schmeckt aber nicht so schön nach alter Socke wie der eine, den du gemacht hast. Der schmeckt so geil nach alter Socke. Unbedingt mal Mezcal probieren, Leute. Cheers. Okay Leute, Küche hat auf. Wir haben Pizzetta Margherita, so eine kleine Art Pizza. Und wir haben Burrata mit selbst angebauten Tomaten. Was ist da noch drauf? Zucchinis oder so? Ja, aber können wir kurz anmerken, wie schön das Geschirr ist? Das sieht aus wie bei meiner Oma. Das interessiert bestimmt jeden, aber sieht richtig cool aus, richtig toll. Ne? Du hast immer so Liebe zum Detail, liebe toll, dich dafür. Ich finde das super schön. Würde ich sagen, hauen wir mal kurz die Vorspeisen rein. Yes. Leute, unser Hauptgang ist angekommen. Ich habe Calamaris mit ganz vielen Kartoffeln, Gemüse und ganz viel Knoblauch. Ich hoffe, Stella hat Bock heute auf meinen Knoblauchgeruch. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe Kinderteller, ich habe Kompott. Pasta, was hast du? Bolognese? Bolognese, okay. Warte, ich teste. Mega gut. Mega gut, ja. Mhm. Und ich gönne mir jetzt hier mein Calamaris. Das sieht so fantastisch aus. Die Vorspeise war schon übelst lecker, ne? Hammer. Mm. Mhm. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr konntet ein paar schöne Eindrücke mitnehmen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Episode. Und vergesst nicht mal hier im Getaway Club vorbeizuschauen und euch ein paar schöne T-Shirts für eure nächste Reise zu sichern. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschaußen.